Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Was ändert sich in meinem Leben? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Amarelia, ich grüße dich, das ist dein Video und wir schauen an, was ändert sich in deinem Leben. Erstmal betrachten wir die Karten, dann astrologisch. Auf diesem Bild sehen wir die Münzen. Und es bedeutet die Finanzen indirekt dein beruflichen Situation. Und im Gegenwart steht es im Mittelpunkt. Aber du stoßt an deinen eigenen Grenzen. Das, was die Zahl 9 symbolisiert. Du weißt nicht, wie das weitergehen soll. Kann auch sein, dass andere Menschen setzen diese Grenzen und deine Möglichkeiten sind dadurch begrenzt. Hier ist wichtig, diese Grenzen hinauswachsen und die Chancen, Möglichkeiten erkennen, damit das weitergeht. Dann kannst du die Zahl 9 verlassen, einen Schritt nach vorne und dann erreichst du die Zahl 10, was ein Neuanfang symbolisiert. Auf diesem Bild erscheint der Papagei und es symbolisiert Gespräche. Es ist wichtig zur Zeit, Gesprächen zu führen, was die Finanzen betrifft oder deine berufliche Situation betrifft. Diese Münzen symbolisieren aber auch die inneren Werte. Sei mit deinen eigenen Werten bewusst und verlang Respekt von anderen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieses Bild zeigt deinen Gedanken. Hier erscheinen wieder die Münzen. Und das bedeutet die Finanzen, die beruflichen Situation, aber auch die Werte. Und dazu gehört auch die inneren Werte, die Selbstwertgefühl oder Wertschätzung. Dieses Bild zeigt Ungerechtigkeiten. Dieser Mann in die Mitte hat alles, davon gibt etwas ab, die zweite nimmt das auch und die anderen schauen zu und bekommen nichts. Und das heißt, du hast das Gefühl und das beschäftigt dich auch in deinen Gedanken, dass jemand versucht, dich auszunutzen. Oft handelt sich wirklich um Geld, dass jemand versucht, dich finanziell auszunutzen oder du hast Schuldgefühl und gibst und gibst und gibst und andere nehmen das und dann fühlst du dich selbst verletzt. Aber kann auch bedeuten, dass jemand deine Zeit raubt, deine Kraft raubt, deine Energie raubt. Und bist du müde und erschöpft. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt deine vertraute Umgebung. Und der Sternenhimmel bringt dir Glück. Bedeutet auch die Zeitqualität immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und so wie diese Dame zeigt, die Spiritualität, die Energie fällt und vor allem die Harmonie. Du schaffst eine harmonische Umgebung in deinem Leben und hast du einen guten Einfluss auf anderen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt, was sollst du verändern in dein Leben? Die Zahl 5 kann bedeuten Einflüsse von außen. Und das ist für dich ein Machtkampf, eine Herausforderung. Du musst nicht
jeder recht zu machen und dich ständig behaupten zu wollen, sondern mach deinen eigenen Weg, was für dich richtig ist. Dieser Hin und Her kann eine innere Unsicherheit auch auslösen, wenn du die Frage stellst, soll ich oder soll ich nicht? Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt deinen Gefühlen und du bist im Licht. Du hast diese Auftreten, diese Ausstrahlung, so wie die Sonne leuchtet nach außen. Lass das nicht zu, dass jemand deine Kraft raubt, dass jemand dich kritisiert. Du bist hier das Licht und das bedeutet auch dein Energiefeld und das ist göttlich. Du hast diese Ausstrahlung. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte beschreibt deine Zukunft, das, was dein Liebesleben betrifft. Und hier erscheint dieser König und er beherrscht die Feuerelement. Ein sehr mutiger Mann. Er weiß, was er will und das setzt er auch durch und zeigt auch Kraft, Begeisterung und auch Leidenschaft. Bis Sommermonaten ergibt sich hier etwas. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt, was gibt dir Halt im Leben? Das ist dein Glaube. Dein Glaube an dir selbst. Dein Glaube an dein Vorhaben. Glaube an die Liebe und Glauben an Gott. Und dieser Heilige verspricht auch, du bist ins Licht, du bist in einem sehr guten Energiefeld, du bist verbunden mit dem Göttlichen und hast du auch diesen Schutz. Außerdem zeigt dein Energiefeld und deine Spiritualität. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt, wie kannst du deine Ziele erreichen und was ist deine wahre Berufung, wie stehst du in die Öffentlichkeit. Und das zeigt die Hohe Priesterin. Vertraue dein Schicksal. Außerdem zeigt deine Begabung. Du bist hochspirituell. Du bist wie eine hohe Priesterin hier auf die Erde und du kannst deine Ziele erreichen, wenn du daran glaubst, weil die Energiefeld hast du. Die nächste Karte dort oben links zeigt deine Vergangenheit und es ist nicht nur deine Kindheit und Jugend, sondern das, was du erlebt hast in früheren Leben. Und diese Karte zeigt das an, was du bewahren sollst. Schau mal dieses Bild an. Hier erscheinen die Münzen. Das bedeutet nicht nur das Geld, sondern alles, was wertvoll ist, auch die inneren Werte. Das Mädchen hat eine Münze im Hand und sie schaut diese einzelnen an und denkt wahrscheinlich, was ist dann, wenn das verloren geht und hat Verlustangst. Aber sie schaut gar nicht an, was im Hintergrund ist. Das sind die restlichen Münzen, die vier Münzen auf diesem Bild, die fünfte Münze ist in ihrem Hand. Und das heißt mit anderen Worten, wenn andere Menschen in diesem Verlustangst leben oder im Mangel leben und die denken, es geht nichts voran, du hast immer die tollsten Ideen und kannst andere Menschen auch aufmuntern. Und das sollst du bewahren.
Und jetzt schauen wir die Veränderungen an astrologisch. Uranus bedeutet Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnlichen Begegnungen. Nach indischen Berechnung bewegt sich Uranus in Tierkreiszeichen wieder. Nicht nur dieses Jahr, sondern in den kommenden Jahren auch noch. In dein Geburtshoroskop befindet sich die Tierkreiszeichen wieder im siebten Lebensbereich und es beschreibt die Liebe, Partnerschaft. Hier werdest du Veränderungen erleben in den kommenden Jahren. Saturn ist der Planet der Schicksal. Wenn Saturn wirkt, dann haben wir schicksalhafte Veränderungen oder Begegnungen oder Entscheidungen. Saturn bewegt sich dieses Jahr nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Steinbock. In dein Geburtshoroskop befindet sich das im vierten Lebensbereich und das ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Das gibt dir die Fundament, die Basis und hat noch einen Einfluss auf deine Wohnsituation und da hast du Veränderungen. Also in die Liebe, Partnerschaft durch Uranus-Bewegung und wohnlich kommt auch Veränderung durch diesen Saturn-Einfluss. Das kann sogar ein Umzug sein. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten. Das ist eine karmische Knoten und zeigt eine Richtung oder ein Lebensbereich, was wir nicht kennen. Unsere Seele braucht aber diese Lebenserfahrung. Dieser Mondknoten bewegt sich auch bis März 2022, also genau ein Jahr lang, bewegt sich noch im Stier. In dein Geburtshoroskop befindet sich die Tierkreiszeichen Stier im achten Lebensbereich. Und dort hast du die absteigende Mondknoten, auch eine karmischen Knoten, aber diese absteigende Mondknoten Ketu zeigt die Vergangenheit. Und jetzt spiegelt sich etwas hier in diesem Lebensbereich. Diesem achten Haus oder achten Lebensbereich bedeutet Tod. Natürlich kann das auch eine erbschaftliche Situation auslösen, aber dieser Lebensbereich hat eher eine symbolische Bedeutung. Hier befinden wir uns in einer Transformation, in einer Wandlung. Hier sind die Erneuerungsprozesse. Und lernst du dieses Jahr, beziehungsweise noch ein Jahr lang, hier das befestigen, was für dich wertvoll ist und all das loslassen, was du nicht brauchst. Ketu, die absteigende Mondknoten, was die Vergangenheit symbolisiert, bewegt sich auch bis März 2022, also noch ein Jahr lang, bewegt sich dieser karmische Knoten in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement und das zeigt unseren Gefühlen, bedeutet auch Transformation, raus aus negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und die positiven Gefühle leben, wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung,
Lebensfreude, Vertrauen und Liebe, das hat eine heilende Wirkung. In dein Geburtshoroskop befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion im zweiten Lebensbereich und das bedeutet die Finanzen und Werten. Mit diesen Werten auch die inneren Werten auch gemeint ist. Steh zu deinen eigenen Werten, sei selbstbewusst und nimm all das in Besitz, was für dich wertvoll ist. Und natürlich bedeutet auch das Geld, kümmere um die finanziellen Angelegenheiten. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier im Tierkreiszeichen Skorpion dein Venus. Und das bedeutet deine Kreativität und auch schöne Dinge. Natürlich kann das eine kreative Tätigkeit sein, weil du hast diese künstlerische Begabung und damit kannst du Geld verdienen. Aber andersrum stimmt das auch. Du gibst gerne Geld aus für schöne Dinge. Wobei hier hast du auch Saturn in dein Geburtshoroskop. Und das bedeutet die Einschränkungen, besonders im ersten Lebenshälfte. Das kann auch von Erziehung kommen, wenn die Erwachsenen dann sagen, du musst nicht alles kaufen, du musst nicht alles haben. Und das hast du sicherlich so erlebt früher. In zweiten Lebenshälfte hilft Saturn die Finanzen in Ordnung bringen. Aber energetisch brauchst du auch das Selbstwertgefühl dazu. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier Rahu, die aufsteigende Mondknoten, und zeigt einen Lebensbereich, was du gar nicht kennst. Und die Ketu-Bewegung zurzeit spiegelt dir etwas. Beginne mit deinem Selbstwertgefühl, damit bewusst zu sein und Wertschätzung und Respekt verlangen von anderen. Liebe Amarelia, so könnte ich die Veränderungen in deinem Leben beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.